Hallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, was wir dieses Mal machen, ihr seht schon, ist was anderes. Nämlich geht es jetzt weiter mit Typsystemen, einer von den praktischen Anwendungen vom Lambda-Kalkül. Ihr kennt vielleicht trotzdem als kleine Anregung noch die Programmiersprache Haskell und mittlerweile tut das auch Java, Lambda-Ausdrücke unterstützen. Da kann man das natürlich benutzen, aber wofür man es ursprünglich gebraucht hat, waren eben diese Typsysteme. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, werden Typsysteme gebraucht bei Sprachen, die ja, die man einfach, die nicht wirklich konkrete Typen haben. Also in Java kann ich jetzt sagen int xy und diese Variable hat dann den Typ Integer. Das kann ich in anderen Sprachen nicht machen. Da sage ich dann zum Beispiel, wie zum Beispiel JavaScript oder auch Haskell tut das, da kann ich dann sagen, okay, ich habe eine Variable und der Typ, der ist halt nicht vorgegeben, der Typ ändert sich. Also wenn ich jetzt eine Zuweisung habe, sagen wir mal var x gleich 42, dann hat diese Variable plötzlich den Typ Integer. Während wenn ich jetzt hier Punkt 5 reinmache, dann ist es ein Float oder ein Double, je nachdem halt, wie genau das sein sollte. Und ja, diese Typen passen sich automatisch an. Wenn ich jetzt hier x true zuweise, ja, ture, true zuweise, dann wird es ein Boolean. Und dann muss ja der Compiler irgendwie rauskriegen, wie man denn jetzt diesen Typ bestimmen kann von so einer Variable. Und was ich euch jetzt diesmal zeigen möchte, ist so ein kleiner Einstieg da rein, nämlich wie man prüfen kann, ob der Typ korrekt zugewiesen wurde. Also noch gar nicht, wie der Typ wirklich ist, sondern ob er überhaupt nur korrekt zugewiesen wurde. Also wir haben einen Typ gegeben. So, und deswegen fangen wir jetzt hier gerade mal an. Man hat am Anfang immer so einen Typ-Kontext, sag ich mal. Der ist jetzt normalerweise, wenn man unten ist, leer. Deswegen, das schreibt man normalerweise mit so einem. Wir brauchen viel Platz, deswegen habe ich jetzt hier auch mal die andere Dings genommen. Nein, das ist es nicht. Das sind diese komischen Sonderzeichen. Das habe ich gesucht, genau. So, der wird normalerweise mit so einem komischen. Es sieht ähnlich aus wie ein Gamma, es ist aber, glaube ich, kein Gamma. Ja, so wird es dargestellt. Also, das ist der Typ-Kontext, sage ich jetzt mal. Der an für sich gerade aktuell noch leer ist. Also, da stehen dann alle Variablen drin, die man so hat. Ich schreibe das hier oben gerade mal hin. Sagen wir mal hier, also x auf int. Und y ist ein Boolean, sowas in der Art steht dann da drin. Da kann man dann wie in der Lookup-Tabelle einfach nachgucken, was das jetzt so bedeutet. Also das ganze Ding hier nennt sich Typ-Kontext. Typ-Kontext. Komisches Zeichen. Sowas. Genau. Da steht dann einfach mal drin, was die Typen sind. Ich würde sagen, der ist jetzt bei uns tatsächlich nicht leer, sondern da steht jetzt halt das da einfach mal drin. Gut. Und ja. Ich glaube, ich werde mehr als ein Video dazu brauchen, merke ich gerade. Das ist echt nicht so wenig. Okay. Was wir als nächstes brauchen, ist so ein Herleitungszeichen. Und das sieht wie folgt aus. Das ist dieses. So, jetzt habe ich es gefunden. Das hier. Das besagt, also für diesen Typkontext oder innerhalb dieses Typkontextes. Wollen wir herausfinden, was dieser Ausdruck, der jetzt danach kommt, ist. Und sagen wir mal, wir haben hier drin jetzt einen anderen Ausdruck. Nein, das war's nicht. Jetzt muss ich ihn auch noch suchen. Okay. Okay, scheinbar unterstützt Excel dieses Zeichen nur als Sonderzeichen, deswegen ja, machen wir das mal so. Okay, gut. Also wir haben jetzt hier drin einen Lambda-Ausdruck und dieser Lambda-Ausdruck ist einfach mal Lambda x.x. Das ist jetzt einfach mal das Einfachste, was wir uns gerade denken können. Und angewendet wird darauf die 0. So, jetzt solltet ihr natürlich tatsächlich quasi alle Videos geguckt haben zum Lambda-Kalkül, die ich bisher gemacht habe, damit ihr das wirklich verstehen könnt. So, und jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Sagen wir hier int nach bool und nach bool. Sowas hier. So, was bedeutet jetzt, was hier steht? Ich werde das Ganze hier auch mal ein bisschen größer machen. Werde ich wohl müssen, sonst wird das wohl nichts werden. Ja, packen wir hier einfach mal die Schriftgröße hoch und kopieren uns das so, dass ihr das hier noch lesen könnt.
So. Okay, perfekt. Also, was ich jetzt habe, ist Folgendes. Hier steht, unter unserem Typ-Kontext, den wir hier gegeben haben, wollen wir klassifizieren den Ausdruck Lambda x.x. Angewendet darauf wird die 0 und der soll gefälligst vom Typ Integer nach Bool sein. Das bedeutet, Integer nach Bool ist der Teil der Funktion quasi. Also wir haben eine Funktion, die einen Integer nimmt und einen Boolean zurückgibt. Also wäre Lambda x.x unsere Integer nach Bool-Funktion. Und was wir rausbekommen am Ende, das soll dann bitte auch ein Boolean sein. Also wenn wir ein Integer auf diese Funktion anwenden, sollen Boolean rauskommen hier. Okay? Gut. Ja, das war jetzt wahrscheinlich herbe Kost. Was das Ganze tatsächlich dann für uns bedeutet, also wenn wir hier jetzt genau diesen Ausdruck haben, das werde ich euch dann zeigen. Ich werde euch aber auch die allgemeinen Regeln dafür zeigen. Also es bedeutet jetzt erstmal, dass x vom Typ Integer nach Bool sein muss. Also ja, genau. Ups, das war die falsche. Der Teil hier entspricht immer dem Teil hier, denn wir haben ja hier noch nichts drauf angewandt. Ja? Und das, was rauskommt, das ist dann der Teil hier hinten. Okay, gut. Und das hier ist einfach das, was wir drauf anwenden. Das sehen wir ja, das ist ein Integer. Können wir so, ja, können wir so stehen lassen, würde ich mal sagen. Und ja, in dem Fall geht es dann im nächsten Video weiter, wenn ich euch zeige, wie die ganzen Regeln da angewandt werden können auf diesen Ausdruck. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.